Elon Musk hat sie verwendet, vielleicht auch Mindy Kaling und sie wohl auch Kim Kardashian. Die Abnehmspritze. Sie heißt Ozempic oder Wegovy. Einmal pro Woche gespritzt sollen überschüssige Pfunde wie durch Zauberhand verschwinden. Hunderte nutzen das Mittel zum Abnehmen und präsentieren auf Social Media stolz ihre Erfolge. Was ist dran an dieser Wunderspritze? Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Medikamente werden ja immer geprüft in klinischen Studien und in diesen Studien hat man schon gesehen, dass der Einsatz von Semaglutid, so heißt ja der Wirkstoff, bei Menschen mit Adipositas eine Gewichtsreduktion von durchschnittlich etwa 17% des Körpergewichtes erreicht. Und das ist enorm und viel, viel mehr, als wir jemals zuvor durch Medikamente erreicht haben. Eine aktuelle Studie bestätigt, mit Semaglutid nehmen stark übergewichtige Menschen in 68 Wochen durchschnittlich etwa 15 Kilogramm ab. Ursprünglich ist die Spritze für Diabetes Typ 2 entwickelt worden. Inzwischen wird das Medikament auch für Adipositas-Kranke, also für stark übergewichtige Menschen, eingesetzt. Das Mittel wirkt an unterschiedlichen Stellen im Körper. Es ahmt einen körpereigenen Botenstoff, das Hormon CLP1, nach, das normalerweise im Darm ausgeschüttet wird. Als Medikament verlangsamt es die Bewegungen im Magen, so verbleibt Speisebrei länger dort. Dadurch erhöht sich das Sättigungsgefühl. Denn wenn der Magen noch voll ist, haben wir keinen Hunger und essen weniger, folglich nehmen wir ab. Diese Wirkung ist quasi ein Nebeneffekt der Spritze, denn das Mittel ist eigentlich für Menschen mit zu hohen Blutzuckerwerten entwickelt worden. In der Bauchspeicheldrüse führt das Medikament zu einer vermehrten Ausschüttung von Insulin. Das Hormon transportiert Zucker aus dem Blut in die Zellen, mit dem Effekt, dass der Blutzuckerspiegel sinkt. Die positiven Wirkungen sind tatsächlich, dass die Langzeitfolgen vom Typ-2-Diabetes vermindert werden. Wenn das Medikament bei Patienten mit Adipositas eingesetzt wird, kann es eben die gesamten Nebenerkrankungen oder Folgeerkrankungen der Adipositas verbessern, bis hin zu Gelenkerkrankungen, Schlafapnoe, Herzinfarkt, Schlaganfall. Das Diabetes-Medikament als Abnehmspritze für den nächsten Strandurlaub zu verwenden, wie angeblich diese Prominente, das ist keine so gute Idee. Also die Behandlung mit Semaglutid ist eine medizinische Behandlung aus medizinischer Indikation und sie dient nicht dazu, eine kosmetische Verbesserung zu erreichen. Das heißt, nur zur Verbesserung der Figur ist es nicht gedacht. Aufgrund dieser leicht fälschlichen Bewerbung durch Prominente ist es leider dazu gekommen, dass es Lieferengpässe gerade in Europa gibt und dadurch sehr viele Diabetiker, die dieses Medikament dringend brauchen, keinen Zugang mehr haben und dadurch leider eben unzureichend behandelt werden. Das ist ein ganz großes Problem. Und dabei ist das Präparat alles andere als ungefährlich. Das Medikament hat einerseits Nebenwirkungen, welche sich durch seine Wirkungsweise erklären, das heißt Übelkeit oder auch Sodbrennen durch die verlangsamte Magenentleerung. Es kann auch zu Blähungen kommen, Durchfällen durch die Wirkung auf dem Darm. Für Menschen mit Typ-2-Diabetes und Adipositas ermöglicht die vermeintliche Wunderspritze, so viel Gewicht zu reduzieren wie noch nie. Aber ein Lifestyle-Produkt zum Abnehmen ist das Medikament sicher nicht.